BMW arbeitet offenbar an einem X8. Wem der X6 noch zu klein und zu wenig repräsentativ ist, der kann sich wahrscheinlich künftig über den Coupé-Ableger des X7 freuen. Das scheint beim aktuellen Hype um SUV-Coupés unumgänglich. Als vorläufiger Einstiegsmotor wäre der 3-Liter Diesel aus dem X7 mit ca. 400 PS geeignet. Eine schwächere Dieselvariante mit 265 oder 286 PS könnte einige Zeit später nach dem Marktstart hinterhergereicht werden. Als mittlere Motorisierung käme ein M-Performance-Modell mit Plug-in-Hybrid in Frage, wahrscheinlich mit rund 500 PS. Mögliche Modellbezeichnung des ersten Vollhybriden der M GmbH: X8 M45e. Highlight könnte ein waschechter X8 M werden. Wahrscheinlichste Motoroption wäre hier der passenderweise S63 genannte 4,4 Liter Biturbo V8 aus M6 und M8. 700 PS sind da drin. Über mögliche Grundpreise kann aktuell nur spekuliert werden. Autobild vermutet aber, dass der X8 bei knapp unter 100.000 Euro starten wird. Die Top-Version X8 M wird wohl nicht unter 180.000 Euro zu haben sein. Damit liegt der X8 M genau zwischen dem X7 und dem Luxus-SUV Cullinan von BMW-Tochter Rolls-Royce. Der X8 wäre damit der BMW mit dem allerhöchsten Grundpreis. 2021 soll er präsentiert werden.